Hallöchen! Na? Willkommen zurück zu Metroid Prime Remastered. Ich muss meinen Controller kurz neu anschließen. Ich habe neues Stream-Layout. Habe ich vor dem Stream gemacht und damit quasi meinen ganzen Abend verschwendet. Ich bin sehr froh, wie es aussieht. Ich finde, es sieht super clean aus. Mit der strollenden Textur im Hintergrund. Jedenfalls fahren wir weiter. Wir waren in der Eiswüste stehen geblieben. 19% abgeschlossen. Das ist mächtig. So viel Prozent hat sonst niemand abgeschlossen. Nur ich habe 19% Safe-File. Ja, ja, ich bin schon ein Profi. Ice Valley. Ice Valley? Das ist einfach Voiced. Ich stimmt ja, ich habe die volle Voice-Acting-Option genommen. Und Gott, Samus mit dem Varia-Suit sieht so gut aus. Ich wollte was ausprobieren, das habe ich bei Sebastian gesehen, weil der kam mit der normalen Steuerung. Ich glaube, dass einer Daumen weg ist. Wenn ich auf Steuerung. Nein. Gehe auf Kamera. Dann kann ich auch gleichzeitig trotz Dings noch mit dem Gyro-Aiming machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Er ist auf jeden Fall tot. Ja, ich mach das aus. Ich finde, das ist zwar recht angenehm, so zu spielen. Quasi Splatoon-Style. Aber, ich glaube, ich mach's wieder aus. Einfach, weil ich mich jetzt schon an den neuen Dings gewöhnt habe. Nein, ist immer noch... Nein, Minus und dann L. Dann kann ich meine Steuerung anpassen. Machen wir nur Stick. Transparenz, Helmsichtbarkeit, Radverzögerung. Nice. Ja. Nein. So, ich habe keine Missiles mehr. Egal, der Typ ist direkt tot. Wo musste ich jetzt hin? Jetzt drücke ich schon. ich meine, ich musste. Nein, ich. Der andere Stick da. War irgendwo eine Wavebeam-Tür. Genau, hier. Apropos, ich habe ja jetzt den Wavebeam. Kann man damit die Dinger töten? Nö. Eine Missile habe ich auch nicht. Heute darfst du leben. Arc-Tip. Wenn das überhaupt ein richtiger Name ist. Habe ich die schon gescannt? Ja. Guten Abend. Ich verzweifle gerade an einer Sache, die ich unter Linux geschafft habe, aber unter Windows einfach nicht funktionieren will. Die wäre? Okay, der ist tot. Nice. Vielleicht wäre die Gyro-Option doch ganz gut. Weil ich immer mit der Steuerung versage. Oh, ich habe mittlerweile ein Missile. Nice. Vielleicht kann die wieder wie ein Vollidiot verplempern. Gegen Arctip. The Pokémon. From Pokémon. Es ist natürlich vor, Koop mit HD-Texturen zum Laufen zu bringen. SM64 hat eine Koop-Mod. Nice. Ach ja, Bela, wie findest du mein neues Stream-Layout? Ich brauche mal eine Meinung von jemandem, der meine Stream schaut. Das alte war ikonisch und ich hatte es ewig lange drin, aber ich wollte mal was Neues ausprobieren. Hier kann man hin. Das Plasma-Beam hier, was man damit kaputt machen muss. Ja, und da drunter ist.
Das ist ein Chozo-Artefakt? Oder ein Powerbomben-Container? Eins von beiden auf jeden Fall. Sieht cool aus, danke. Ich habe mal versucht, mit einer scrollenden Textur zu spielen und ich fand, das sah eigentlich super nett aus. Wenn's, ursprünglich war sie schneller. Ich dachte, ich habe sie noch langsamer gemacht, damit das, keine Ahnung, vielleicht stört das Leute, wenn das zu schnell ist. Und diese Outlines und alles sind an das Yoshi's New Island Logo inspiriert. Davon geklaut. Jedenfalls Wasser. Woo! Das Spiel mit Doppelsprung ist schon so viel angenehmer als ohne. Was ist hier? Kann ich da mit Morphball ran? Ne, das ist nur ein Ausgang. Du hast den Chat getestet. Ich hätte gehofft, dass du irgendwas dazu schreibst, weil du manchmal da bist, schon bevor der Stream startet, aber... Ich hab da oben jetzt irgendwo was frei gemacht. Wie komme ich da hoch? Da muss ich erst hier lang. Ne, von hier kam ich, ich Trottel. Ach, da. Ja, hier einfach hochjumpen. Hallo Günther. Ich hab den geheimen B-Lauer getestet. Ist der Chat eigentlich groß genug, dass man den im Stream erkennt? Darauf hatte ich halt Sorgen, deswegen habe ich ihn so viel getestet. Andere Seite ist so ein Loch, wo ich rein muss. Oh, hier ist ein Energy Tank. Nice. Jetzt kann ich hier einfach zurückrollen. Meinst du? Oh nein. Oh Gott, nein. Ich bin unter Wasser. Hilfe. Ja, nicht wohl alles nochmal machen zu müssen. Oh ne, Moment. Das hier nicht. Was habe ich gemacht? Ach, hier oben. Ich muss dann nämlich über die Luke, wo ich gerade reingegangen bin. Achso, die habe ich schon gescannt. Au. Jetzt darüber. Da muss ich von dahin springen. Okay, ich verstehe. Oh, habe ich schon so viele Energietanks. Das fühlt sich irgendwie viel zu viel an. Wird der jetzt wieder? Ja, nice. Ich habe jetzt quasi meinen kompletten Twitch-Kanal mit diesem, mit dem Yoshi's New Island inspirierten Stuff, ich habe auf Springen gedrückt, ich schwöre, rebranded. Und ich glaube, das ist ganz cool. Ich bin stuck. Please help. Dieser Raum ist immer, wenn ich ihn spiele, ein Struggle. Ich hasse ihn. Aber ja, ich bin sehr zufrieden, wie mein Layout jetzt aussieht. Vielleicht werde ich in Zukunft noch ein paar Kleinigkeiten dran ändern, wenn mich was stört und auffällt. Aber
Ich habe auch lange rumgespielt, ob der Hintergrund auch schräg scrollen soll. Hab's dann gelassen, weil ich zu blöd dafür war, die Textur vernünftig so hinzubekommen, dass es klappt. Geht's weiter? Hier brauchte man... Hier braucht man den Dingsweiser, um weiterzukommen. Und hier ist, glaube ich, ein Safe Room. Ich speichere erstmal ab, bevor ich dahin gehe. Das ist nice zu speichern. Wie ein echter Speichergott. Klingt ja eigentlich gut. Ich habe den die Rauschunterdrückung wieder rausgenommen, weil ich habe mir das VOD angehört und oh Gott, sind meine S-Laute gestorben. Keine gute Erfahrung. Oh ja, Weltraumpiraten. Moment, Weltraumpirat, darf ich? Schattenpirat. Leerer Behälter. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt leer bezeichnen will. Abwehranlage ist defekt. Ach, das war die Rauschunterdrückung. Glaube ich zumindest. Weil, wenn ich jetzt... Weil jetzt dürften meine S-Laute wieder funktionieren, oder? Auch wenn mich Sigi für meine S-Laute immer mobbt. Defeat enemies to unlock doors. Er ist tot. Gibt noch irgendwas? Nö. Aber die Türen sind jetzt unlocked. Ja, das Geschütz ist... Ist da? Wieso ist das noch nicht kaputt? Ich hab doch drauf geschossen. Muss ich hier oben lang oder da unten? Ich glaube, man muss da unten lang, aber ich will gerade nur wissen, was hier oben ist. Die Teile habe ich noch nicht gescannt. Blitzbomber. Ich mach meinen Helm kaputt. Es klingt nicht mehr so wie gestern, aber gestern dachte ich, dass du die dann ausgeschaltet hättest. Nee, ich habe nur was, ich habe nur die Einstellung ein bisschen geändert und dann gefragt, ob es besser war. Und du meintest, es war besser, also wäre alles cool. Erster Pirat. Die können sehr gut piraten. Der Wave ist ruhig nicht besser, weil man damit nicht gut Missiles spammen kann. Aufzug einsatzbereit. Warum habe ich eigentlich noch Piratenzeug? Da ist noch was für mein Logbook. Nice. Hier noch was für mein Logbook. Yep. Wo ist überhaupt der fucking Pirat? Die Musik ist so dramatisch, aber ich sehe niemanden. Hallo. Geringe Lebenszeichen. Dann gefroren sein. Wahrscheinlich sind die da oben. Ich hätte gerne mehr Missiles. Bruder ist ja noch da. Ja, die habe ich schon gescannt. Was? Quadit. Was? Bomben. Ne, da war es wahrscheinlich Powerbomb oder Supermissile oder so, was man hier kaputt machen kann. Logbook. Nice. Recorded to logbook.
Aber Eva. Ist das eine Metroid Prime 2 Referenz? Ne, Moment, Eva war in Prime 2. Elysium war das in Prime 3. Guck mal, das mit Metroids. Ich hoffe, wir finden keine Metroids in diesem Metroid-Spiel. Das wär schrecklich. Besides, danke. Ich spam die ganz gerne in diesem Spiel. Flup. Hier durchfluppen. Warum brauchen die eigentlich zwei Missiles? Das ist so dumm. Reicht dir nicht eine? Warum sind hier alles Wavebeam-Türen? Das alle? Ah ne, da ist noch einer. Und sogar noch zwei. Hallo. Danke. Das war's schon? Die sind ja solche Luschen. Solche Noobs. Habe ich eigentlich den Streamtitel geändert? Ja, ich habe jetzt zu Wave Beam in Time geändert. Was akkurat ist, auch wenn ich lieber beim Power Beam die ganze Zeit bleibe. Was wird jetzt offen, das hier unten? Holographische Darstellung initialisiert. Da ist ein Morphball-Tunnel. Und hier bekomme ich noch Logbook. Recorded to Logbook. Nein. Da. Powerbeam ist immer noch ein bisschen besser. Oh, kann ich hier noch was von meinem Logbook recorden? Nö. Cringe. Hier. Yo. Und was hast du heute so gemacht, Bela? Ich habe meinen Tag mit Streamlayout machen verbracht. Ich möchte die Microsoft Hauptzentrale anzünden, wir alle. Ach, da oben. Wie komme ich da hin? Von hier? Scheinbar. Nichts besseres im Metroid Prime spielen als die fucking Space Jump Boots. Doppelsprünge sind so angenehm. Es ist nicht umsonst im Original Metroid Prime 1 für den Nintendo GameCube Speedrun, so dass man sich mit einem Skip direkt zuerst holt. Ich glaube, da oben gab es Super Missiles, aber ich bin mir nicht sicher. Voll funktionstüchtig. Und wie mache ich den jetzt an? Ah. Wie wohl? Ich muss L drücken, nicht ZL. Das ist ein bisschen nervig. Das hier nennt man auch, wir sind ein Nintendo GameCube-Spiel, macht dasselbe Ding viermal. Versuche diesen Port unter Linux zu kompilieren. Jetzt mache ich das gleich unter Windows, was unter Windows keinen Sinn ergibt. Welcher Port? Ich dachte, es ging um Mario 64. Oder ist der PC-Port damit gemeint? Planeten. Das sieht pretty aus. Im 64-Port. Ah, ich dachte, es wäre einfach nur eine Multiplayer-Mod fürs normale Spiel. Planet Cebes. Urtisch im Erz. Cebes gehört zur Welt. Dings. Talon 4. Einfach alle Metroid-Planeten. Wäre witzig, wenn sie im Nachhinein hier noch, wenn es ein Remake wäre, irgendwie ZDR oder die anderen Prime-Planeten wie ETA und so hinzugefügt haben. Billium. Ohrmein 2. Unbewohnbares Ödland radioaktiv. Nice, da will ich hinziehen. Das ist mein Traum.
Unbewohnbares Ödland klingt geiler. Hier ist eine Missile-Tür. Speicherstation. Nice. Sehr gerne doch. Hier haben wir jetzt die Super Missiles. Endlich eine gute Waffe. Ich glaube, die Missile Spam mit Beam dazwischen ist trotzdem stärker. Super Missile erhalten. Aber die verbrauchen 5 Missiles in den Prime Spielen. Sind nicht separat wie in anderen Teilen der Metroid-Reihe. Aimbot, by the way. Ich muss nicht mal zielen und die sterben. Du trittst am Kontrolldeck. Wir kontrollieren das Deck. Ich liebe es, wie der Wavebeam da in der Waffe aussieht. Diese lila Grütze. Sieht super cool aus. Ich liebe es, wie das Spiel optisch aussieht. Hier kann man irgendein Chozo-Artefakt early bekommen, dass man jetzt später nicht zurück muss. Hier habe ich schon gescannt. Ja. Nein. X und hoch, so. Jetzt kommen die fliegenden Dulli. OMG, ist das der Wählenbeam? Ja, ist es. Hallo Sebastian, wie geht's dir? Ich muss hier ernst wie mein Charakter bleiben. Der Wavebeam. Oh, das sind die Fliegpiraten. Recall it to Logbook. Fliegender Pirat. Die kann ich mit dem Wavebeam leicht abschießen, weil der Wavebeam ist hat Homing. Bin mich tot. Ist hier noch einer? Ich sehe keinen. Mein Radar zeigt mir da einer. Ah, da oben. Die sind Selbstmordattentäter, diese Jungs hier. Hätte ich doch bloß den Ice Beam. Ich liebe es in Metroid Prime, alles mit dem Ice Beam einzufrieren und dann eine Missile drauf zu ballern. Das ist satisfying. Danke. Ich will mit der Beseitigung, dass man die Kamera nicht moven kann, wenn man anvisiert. Keine Ahnung. Weil es für das erste Prime nicht nötig ist, das zu tun. Das ist literally so nicht designt worden, dass man das braucht. Ich meine, das da kann man irgendwie schon aufschießen, um early an eins der Chozo-Artefakte zu kommen, aber ich weiß gerade nicht wie. Ich weiß aber, dass man hier später... Was hier? Oder in dem gegenüberliegenden, da irgendwas mit dem Plasma-Beam machen muss, um da ranzukommen. Hier. Das hier muss man mit dem Plasma-Beam zerstören, um dann da hinten eine Missile drauf zu feuern. Aber das kann man schon, wenn man es clever anstellt, irgendwie von hier aus machen. Ich weiß nur nicht wie, wie gesagt. Das könnte man auf YOLO-Basis probieren. Nee, das wird aufgehalten. Ja, wie wir auf Twitter gesehen haben, dass der Skip da funktioniert. Space Jam vom Balkon, da muss er dahin. Muss irgendwie durch die Wand schießen oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich auf Twitter gesehen, dass man das skippen kann. Wir gehen aber erstmal weiter. Ist doch der richtige Weg, oder? Wo ich lange... Ich drücke immer den falschen Knopf. Wenn ich Einstellung haben will, drücke ich den Map-Knopf. Und wenn ich die Map haben will, drücke ich den Einstellungsknopf. Das ist schrecklich.
Das passiert mir ständig in jedem Spiel jemals. Ich hab Google abused. Wir haben es in die halb unsichtbare Wand und schießt dann. Yeah. Oh Mann, was ein süßer Ort. Wie geht es denn? Oh, Metroid! Mit schwarzen Partikeln! Oh, wie süß! Aber why can't Metroid crawl? Das ist hier die Frage. Muss mir irgendwann mal, gehen wir erstmal das Metroid. Talon Metroid. Ein mit Phason infusierter Metroid. Phason hat die Metroids irgendwie, schlecht gemacht. Die sind, übrigens eine Subspezies, die nur auf Talon 4 zu finden ist. Yep. Metroid halten im Prime Base nicht weniger aus als in den Hauptspielen. Das ist ein bisschen, nein, ich will er. Mann! Dummer Weltraumpirat, lass mich doch erstmal die Umgebung scannen. Ich will mein Logbook erfüllen. Also, was haben wir hier Schönes? Das ist kein Logbook-Scan, das ist einer. Piraten. Die müssen, die wissen, die können Pi nicht berechnen, deswegen müssen die das immer raten. Haben keinen Mathematiker unter sich. Ich habe keine Missiles mehr. Ich habe früher nie mit Missiles gespielt, aber Missiles sind halt sehr effektiv, wenn man weiß, dass man die super schnell abfeuern kann mit dem Trick. Das sage ich jedes Mal, wenn ich die schnellen Missiles nutze. Habe ich irgendwo Missiles bekommen? Yeah, recorded to logbook. Danke. Oh, E-Tank. Wie bekomme ich den auf? Hm. Irgendwas scannen, um ihn aufzubekommen? Umgehend entfernen. Da ist noch ein kleines Metroid. Phason-Infusion. Hm. Ich will da ran! Powerbombe. Das ist gemein. Missiles? Spiel, ich brauche Missiles. Ist nur der Bruder. Wie heißt der? Firnkäfer. Er ist die arktische Version des Grabkäfers. Kannst du Pi berechnen? Nein. Kannst du erraten, wie ein echt, die echte Piraten. Ich glaube, der Charged Wave Beam ist sogar stärker als der Power Beam, aber Charged Power Beam ist halt das Stärkste, was das Spiel hat. Außerdem brauche ich hier den Wave Beam eh für die fliegenden Dullis. Wir sind entweder jetzt tot oder sehr tot. Aha. Hier gibt's den Dingsweiser. Könntest du das auch im Weltraum? Was könnte ich im Weltraum? Pi erraten? Also, dann bin ich ein Weltraumpirat. Dafür müsste ich erstmal in den Weltraum gehen und dann mal gucken. Ich meine, ich hab mal legal, Pokémon Rotrom runtergeladen, also denke ich, bin ich schon ein echter Pirat. Ich meine, würde ich natürlich niemals tun. Hä?
Die Sicherheitsdrohne da bekommt mich nicht. Gaming. Noch irgendwo so eine Sicherheitsdings? Hier ist nur der Süßi. Ja, was? Ach, da. So, ein Missile und das Ding ist weg. Das nächste Ding wird weggedingst. Ich will lieber Logbook-Einträge statt das hier. Story Progress befriedigt nicht mein Brain. So. Sind hier noch Logbuch-Einträge? Yeah. Oh, nee. Oh, enttäuschend. Noch einen zweiten Ausgang? Nö. Nach der Ice-Cream-Tür kommt nichts mehr. Das heißt, wir nehmen, ich habe vergessen, das zu scannen, aber es ist der Dark-Weiser. Nee, Thermal-Weiser ist das. Sorry, mein Fehler. Bitte nach unten verwenden, um den Weiser zu aktivieren. Der erlaubt es, Wärmequellen zu sehen. Sowas gibt's auch in der Real Life. So Wärmesichtbrillen und sowas. Hier. Gott, das sieht... Nein, nicht da. Ich wollte... So. Das sind jetzt die Schattenpiraten. Okay, das sind extra Piraten, damit die... Ne, Moment. Ich wollte gerade... Ich komme manchmal auch da mit der Steuerung nicht zurecht. Wohin ballert der Bruder? Ist mit dem alles okay? Er sah nämlich ein bisschen sehr verwirrt aus. Warum sind die Missiles jetzt eigentlich da? Die Metroids sind super schwach. Ich brauche ja nicht mehr den Eisbeam und 3-5 Missiles, um die zu besiegen. Es reicht, dumm mit meinem Beam drauf zu schießen. Metroids haben sich verändert. Alle sagen das. Hallo, brech aus, danke. Drei Charge Beams von einem Wave Beam. Das ist nicht mal ein Eisbeam und eigentlich sind die durch Eis verwundbar. Was für Loser. Der Bruder wird vernichtet. Hier noch was scannen. Test der Wärmebildsoftware. Oh, ich habe noch keine mittlere Energiekapsel gescannt. Okay. Da kann ich jetzt zurück oder brauche ich noch mehr von diesen Punkten? Ne, der reichte. Was ist das jetzt? Eine Wachdrohne, okay. Das Gute am Wavebeam ist, er geht durch Wände. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auch ein Prime tut. Explodiert die Drohne jetzt? Ne, was sind die Doors unlocked? Kleine Energiekapsel habe ich schon gescannt. Okay. Muss ich das hier noch scannen? Nö. Ein Chartbeam und ein bisschen Metroid, brecht ihr aus? Hallo? Nö.
Das da muss ich scannen. Jetzt kann ich den Dark Visor wieder aktivieren. Ich erinnere mich noch an mein YouTube-Thumbnail, da habe ich einfach alles dunkel drauf. Das habe ich ja bei der Ankündigung vom letzten Stream sogar geballert. Habe ich hier alles gescannt? Nein. Ah, ist doch ein Logbook. Das hier hatte ich alles, na ja. Wavebeam natürlich. Das ist die Tür, kann ich die so aufmachen? Oh. Der Beam geht gar nicht durch Wände, das ist ein Scam. Aber gerade das, was... Bisschen schade, dass sie den Wavebeam nicht durch Wände gemacht gehen lassen haben, weil so hat er halt in 2D Metroid funktioniert. Combat Visor. Alles dunkel. Ich liebe es aber, wie die Armkanone in der Dunkelheit leuchtet. Sind hier wieder ein paar Dullis? Yep. Wollen wir alles hell? Ah. Was sagen denn die Missiles? Mit 10 geschossen, Ah, das war eine größere Missile-Munition-Dings. Ah, I get it. Sebastian, bist du noch da? Wenn ja, sag mir, was ich hier machen muss. Ich kann mir mal kurz ein YouTube-Video anschauen, natürlich. Mit einfach gegen zu watscheln scheint ja nicht zu funktionieren. Aber brauche ich eine Super Missile dafür. Metroid Prime Remastered Early Artifact. Nein, keine YouTube-Werbung, bitte. So, man stellt sich da drauf. Dann versucht man das irgendwie zu ver... Okay. Ich will es jetzt versuchen, einfach so. Kann ich mal bitte hier wieder vernünftig hochspringen? Okay, dann hier rüber. Wie macht ihr das jetzt im Video? Ihr springt hier drauf. Aimt hier hin. Was macht er genau? Hier ist scheinbar noch eine Kiste drauf bei ihm. Vielleicht klappt es deshalb nicht. Muss halt dann da drüber schießen. Versuchen wir mal den Raum zu neu zu laden. Vielleicht hilft das ja. Thank you.
Oh, das ist schon der richtige Weiterweg, den ich hier gehe. Nö. Ach, da ist der Bruder. Ich gehe wieder zurück. Keine Lust mehr. Vielleicht hat das ja schon den Raum refreshed. Ich weiß es nicht. Scheint aber so. Nicht die Kisten da zerstören. Hat der Bree jetzt die Kisten da zerstört, die ich für den Dings verwenden wollte? Das ist gemein. Also wow. Ich will mal eine Supermesse ausprobieren. Bam! Wow. Das hatte ich noch nicht. Das ist eine große Energiekapsel. Der Bruder braucht den fucking Wave, damit man den vernünftig besiegen kann. Oh, ich habe fast keine Energie mehr, fällt mir gerade auf. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie. Hier ist noch einer, sag das doch. Das hier ist jetzt weg, damit man dahin schießen kann. Hier ein bisschen Heilung für mich wenigstens noch drin. Dann kann ich es doch mal probieren. Ich bin jetzt neugierig darauf. Ich will das schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Und wieder hoch. Vielleicht reicht das schon zum Refreshen. Noch ist der Turm da. Au. Jetzt ist er tot. Okay, passt das hier. Ach so, nee, Moment. Ich muss auf den Turm da. Jetzt ist es machbar. Vielleicht. Hat's geklappt? Nee. Aber ich konnte drüber schießen. Das heißt... Let's go! Geschafft! Wie ein Pro-Gamer! Wenn man es erstmal... Man muss nur diesen Turm richtig stehen lassen. Und darauf achten, dass man die anderen Dinger mit den Dönsen dingst. Das ist ein Artefakt. Let's go, das Artefakt der Ältesten. Nice. Damit haben wir schon 3 Stück. Und wir müssen später nicht mehr hier in Backtracken. Das ist sehr gut. Außer in der Eisbeam-Tür da hinten ist doch was. Dann will ich nichts gesagt haben. Wie komme ich hier wieder weg? Hier rüber? Noch ein Missile-Pack oder so? Wahrscheinlich nicht. Dann kullert hier einfach nur aus dem Turm raus. Okay. Ist das hier der richtige Durchgang? Ja. Nice, damit haben wir das Chozo-Artefakt erhalten. Let's go.
Machen wir mal wieder unser Nachtsichtgerät an. Die Typen bleiben als erledigt gezählt, okay. Was wurde ich angegriffen? Ach, da. Auch Fallschaden zu leiden, Samus. Ich weiß, der leidet nicht wirklich Fallschaden, aber trotzdem. Vermiss halt. Was das schon? Okay, wo musste ich lang? Ich hätte vielleicht noch speichern sollen oben. Naja, egal. Da. Hier ist alles dunkel? Ja. Yeah. Sehe wie super ungewohnt, diese Weißer nicht mit Drücken von Y und dann Wiimote in der Richtung zeigen lassen zu wechseln. Das war ein Gegner, glaube ich. Ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Hier sind Kabel. Ach Gott. Metroid? Piraten haben sich an der Decke festgehangen. Ich erinnere mich daran noch. Kommt das Metroid auch langsam mal raus oder nicht? Weil Charge Beams reichen aber zum Killen. Das ist sehr gut zu wissen. Kommt der andere Bruder jetzt auch hoch? Ne, der dodgt wie ein junger Gott. Kann ich den scannen? Ist das ein neuer, der dodgt? Nein, ich wollte den da dodgen. Nein, den Piraten bitte. Hallo, danke. Nein, das ist nur ein normaler Schattenpirat. Gut zu wissen, Spiel. Für eine Messer hält das Metroid aus. Drei? Nee. Geht der Powerbeam da überhaupt gegen? Ja, natürlich. Hallo Metroid ist der echte Loser Metroid. Ihren Lieblings-Pokémon ist fucking Agi Loser. Ja, hier geht's zurück. Nice. Rudi, lass mich mal ein bisschen in Ruhe, okay? Ach, der lebt ja noch, wie süß! Er ist jetzt auch tot. Was war jetzt hier unten? Hier eigentlich alles wieder normal? Ja, hier kann man actually sehen. Ich bin beeindruckt. Hier wäre der Map-Raum gewesen. Who needs a map? Real talk. Hier müssen wir gleich weiter und da definitiv keinen Boss besiegen, weil in so einem großen Raum kann kein Boss sein. Zeigt er mir nicht an, was in dem Dingsraum hier ist? Ja, hinter dem Eisbeam, der Eisbeam-Tür? Ich meine, es ist offensichtlich, dass da ein Raum ist. Der noch zu allem hier dazugehört, oder nicht? Naja, egal. Jedenfalls haben wir jetzt den Dummweisor. Und mit dem Dummweisor können wir jetzt diese elektrischen Druckpunkte
anvisieren. Was bedeutet? Dass ich diese Frettchen da beseitige. Und jetzt, das da öffnen kann. Nicht? Warum sind die Spider-Rail-Schienen so heiß? Ach so, ja, man musste erst hier mit der Supermesser drauf schießen. Jetzt kann man das da öffnen. Aber zuvor hole ich mir den Speicherpunkt, weil bei dem Boss, ich würde nicht sagen, dass ich da gern verkacke, aber ein gewisses Maß an Skill-Issue darf man mir nicht vorhalten. Oder muss man mir vorhalten. Ich würde sehr gerne speichern, danke Spiel. Bisschen schade, dass es hier nicht die Screw Attack gibt. Ich würde mich liebend gerne freuen, mit der Screw Attack hier überall rumzujumpen. Ich mag die Screw Attack in Prime-Spielen eigentlich. Also in Prime 2 und 3, in Teil 1 gibt es die nicht. Spoiler. Keine Screw Attack für uns. Für die Prime-Fans. Irgendwie interessant, dass die Samus Signature-Attacke, die Screw Attack, das, was das Logo des gesamten Franchises ist, nicht in Prime reinpallern, sondern stattdessen das Logo auf den fucking Varia-Suit klatschen. Ich nehm's denen immer noch übel. Da. Boss-Time! Hier haben wir Chardus. Kreatur aus Felsblocken, die hochgradig mit Phasenstrahlung belastet ist. Und 50% aller Dateneinträge gescannt. Bei der ist immer eine Stelle verwundbar, bei dem Typen. Die kann man nur mit dem dummen Weiser sehen, weil natürlich kann man die nur mit dem dummen Weiser sehen. Hallo. Achso, ich bin im Eis. Warte, ich kann auch einfach das da machen. Wave Beam bitte. Kein schwerer Boss, wenn man weiß, was man machen muss. So, dafür brauche ich nicht mehr eine Super Missile nutzen. So, nächstes Stück. Au. Kann ich vernünftig den Dodge Move machen, wenn ich nichts anvisieren kann? Das ist ein bisschen doof. Dodgen.
weiter. Jetzt das nächste Stück. Was ist jetzt verwundbar? Oder? Das sieht nicht gesund aus. Es ist hier ein Schneesturm. Das heißt, man kann mit Combat Visor nicht, generell nicht viel sehen. Hallo Tardos. Tardeus. Tentakel. Warum kann ich hier das Ding nicht anvisiert behalten? Ich kann doch einfach drauf schießen. Trotz alledem. Combat Visor. Nächste Stelle bitte. Hälfte Leben weg. Da oben. Der fette Brocken. Au. Was auf mich zuzurasen, ist gemein. Es war eine super Messer drauf geballert. Oh, ich hab's getroffen. Nice. Ja, ich glaube, der Powerbeam ist hier wirklich stärker als der Wavebeam. Weil man bei ihm nicht wirklich die Zielsuchfunktion braucht. Jetzt ist wieder der Weiser dran. Braucht dringend mehr Missiles. Wir machen nach dem Boss mal eine kleine Backtracking-Tour. Also müssen wir eh, aber... was macht der jetzt schon wieder? Und wieder ein Gewitter. Hey, der Schneesturm ist weg. Und die Mitte ist jetzt verwundbar. Hey, Bro. Jetzt ist sein Kern, glaube ich, dran. Der ist voll verfasern. Kann ich die Teile eigentlich scannen? Den Brocken, die er wirft. Naja, egal. Und kurz weg muss den Rapsmann brennen. Alles klar. Ich besiege so lange den Boss hier. Nein, die kann ich nicht scannen. Okay. Bam, Junge. Weg mit dir. Du bist ja nicht mal schwer. Bonk. Kieselsteine und für ihn gibt es jetzt ein sogenanntes Upgrade. Eines, was wir aus Metroid 2 Return of Samus kennen. Der Speederball. Prime ist aber langweilig und funktioniert nur an Speederball-Schienen. Aber egal. Gönnerisiert wird er sich trotzdem. Spiderball erhalten. LZL gedrückt halten, um an Spider-Ball-Schienen zu Spider-Ballen. Spider-Balls. Ich hab ZR und nicht ZL gedrückt.
Hoch, bitte. Danke. Spider-Ball, Spider-Ball, tut, was ein Spider-Ball tun kann. Spider-Ball. Da hinten kommt man, glaube ich, nur mit Grapple-Beam. Nee, man kann mit Grapple-Beam dahin. Da ist dann Secret. Eigentlich muss ich nur darüber rollen. Jetzt leuchtet mein Ball schön grün und nicht mehr so bläulich. Nice. Da ist ja schön und gut, aber ich gehe erstmal hier lang. Icebeam-Tür, let's go. Ich glaube, da ging es später zum Gravity Suit und so. Südliche Höhlen von Magmoor. Vielleicht treffen wir ja wieder ein Magmoor. Mit Iron Ore. Samus steht still. Ich wollte noch gucken, was ich für eine Twitter-Notification habe. Na naja, egal. In dem Raum ist nichts. Ist wahrscheinlich nur Beta. Ne, Grant hat meinen Stream Ankündigungsdings geliked. Da ist eine Missile-Tür. Ich glaube, da ist nur ein Speicherpunkt, I guess. Aber abspeichern nach einem Boss kann ja nicht schaden. Yep. Ich will Feuer scannen, ich will wissen, was Feuer ist. Fire, cool. Hi Affe, wie geht's? Corby ist vorbei, also spielen wir jetzt Corby 2. It's Corbin time. Mit Corb muss Aran in der Hauptrolle. Ich kann mich nicht um 500 von denen gleichzeitig kümmern. 400 ja, aber 500 ist ein bisschen zu viel. Was passiert, wenn man Mathe Schwänz und Pino erraten muss? Ja, Tag war kacke, aber sonst geht's mir gut. Ich brauche deine Meinung zu meinem neuen Stream-Layout. Sieht das so gut aus? Was ist an das Logo von Yoshi's New Island orientiert? Sehr speziell, ich weiß. Der Scroll im Hintergrund ist irgendwas Altes von Club Nintendo, glaube ich. Neues Wallpaper, was ich gefunden habe. Was man damals bekommen konnte. Aber ich hab's cool scrollend gemacht. Bam, 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 bam. Hier komme ich nicht nirgendwo lang, ne? Ne. Muss ich erst was aktivieren und dann kommt man da weiter. Ja, sieht gut aus. Nice. Hierfür gibt's ein E-Tank. Das Rätsel müssen wir auf jeden Fall lösen. Bald habe ich mehr E-Things als Missile-Container und das ist ein bisschen sehr traurig, weil man eigentlich immer viel zu viele Missiles hat. Vielleicht holen wir uns den Wavebuster oder so. Ne, hier geht's ja weiter. Ich muss ja irgendwas noch hier in dem Raum finden. Hier war es nicht. Ohne Energieversorgung. Drei nagelige Schaltkreise. Das war Wavebeam. Der letzte ist hier. Jetzt funktioniert die olle Pumpe wieder. Nice. Das heißt, da geht's lang. Ab ins Loch.
war das Loch? Da. Ball. Which morphs? It's called the morph ball. It's an amazing thing. Einfach das scannen. Ja. Hallo Josh, Josh, Bela, Bela und Affe, Affe. Müsstest du da nicht Josh, Josh, Josh? Josh heißen, wenn du jeden Namen verdoppelst, weil mein YouTube-Kanal heißt ja Josh, Josh. Und noch einmal wäre Josh, Josh, Josh. Und dann noch einmal wäre Josh, 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 weil es ja der Name zweimal ist. Wo muss ich lang? Hier. Ich hab den Boost-Ball. Ich booste Balls. Nördliches Kanalschloss. Da geht's lang. Da war der E-Tank, if I remember correctly. Missile Pack. Nee, nicht Missile Pack. Wie roll fühlt sich das Game an? Sehr rolled, wenn du mich sagst. War das Loch da? Man sieht schon geil aus. Aber mit dem Global Elimination auf der Armkanone, dass sie nicht da oben Inhalt und alles rot ist, dass es so unfassbar rotlich erscheint und hier unten, wo es so dunkel ist, eher so dunkel. Ist schon very roll. Welche Tür muss ich lang? Die da? Oder die da? Nochmal auf der Karte. Denke ich, gehe erstmal die Tür da. Weil die weit weg von allem anderen führt. Ja, Powerbombe. Oder? Ja, Benditio war Powerbombe. Porodit war, glaube ich, Super Missile. Das kann ich jetzt zerstören. Hui. Das ist der Bruder. Ah, den muss ich noch scannen. Das ist ein Lava-Mollusk. Die habe ich schon gescannt, die Wühlschaben. Dieselben wie auf der fucking Oberwelt. In die ist der normale Beam besser als der Wave Beam. Aria Sora, auch dich würde ich gerne fragen. Was hältst du von meinem neuen Stream Layout? Ich bin sehr großer Fan davon. Ich finde, das sieht viel cleaner aus als ein Kirby Pixel Art Bild von auch immer Amazing Mirror rausgekommen ist, drauf zu klatschen. Very roll. Rewal, meine ich natürlich. Ja, gab es später einen Plasma Beam, aber ich glaube, hier kann man noch nichts machen. Im jetzigen Zeitpunkt. Da gibt es Early Plasma Beam Tutorials. Eingestellt, warum kassierst du wenig Schaden? Ich hab's auf normal eingestellt. Jedenfalls Plasma Beam braucht man da. Oder Grapple Beam, um weiterzukommen. War es Super Missile oder normale? Normale. Nein, lieber Magmoor, ich will das da oben machen. Der Arme. Oh. Er haut rechtzeitig ab, er ist ein Guter. Peter wird mich nicht anfangen. Da brauche ich den Grapple Beam, um da weiterzukommen.
Also die Smogons. Einfach so eine Messer drauf, ohne zu zielen. Irgendwo eine Wand wegsprengen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwo, dass man irgendwo eine Wand wegsprengen konnte, aber da sind so ein Artefakt. Aber ich kann mich auch irren. Brauche ich den Eisbeam, um hier als Samus selbst durchzukommen. Ich schau nicht hin. Hä? Trottel, ich hab doch hingeschaut. Wurde aber mir eine Grapple Beam, einfach nur um sich den Weg zu sparen? Ich bin sehr verwirrt. Tür. Hier war ich schon mal in dem Raum. Kann ich hier Spider-Man-like lang gehen? Einer war ein kleiner Lurker, wenn ich wieder raus hab, Bock zu pennen. Aber hey, wenigstens war ich da. True. Aber wenigstens kannst du doch gleich einen Sub da lassen und all dein Geld an Baut opfern. Am Opferaltar. Bis morgen, maybe. Affe, das Hallo kommt ein bisschen zu spät. Okay, bis morgen. Man hört sich. Hallo in Oberwelt. Komm, so geldgeil bin ich jetzt auch nicht. Ich will nur, dass ihr mir all euer Erspartes gibt. Also so schlimm ist es nicht. Aber hey, nächste Woche gibt's einen geilen Mario Kart Stream. Zum Mario Kart DLC Release. Also die Loser. Die habe ich jetzt wirklich keine Lust. Mit dem Darkweiser kann man einiges machen, aber ich glaube, der ist meistens einfach ein Unnutzlos. Metroid Prime hat irgendwie versucht, die Weiser zu etablieren, aber irgendwie, ich kenne keinen, der ein Fan von dem Weiser-Gimmick ist. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von dem Weiser-Gimmick. Wir sind wieder am Anfang. Woo! Gute Nacht. Ich weiß nicht, wir könnten mal, weiß nicht, ob es da was zu holen gibt, aber wir könnten mal, wenn wir ganz zum Anfang gehen. Hier waren nur die Dings, Schuhe. Schuhe? Egal. Wo lang geht? Hier irgendwo? Unter Wasser? Nee. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin wollte. Da oben war ich noch nicht drin. Na toll, da muss ich darüber. Ugh. 3D-Gebiete. Könnte ich auch in Mario sein, dass ich überall Walljumpen kann und Yahoo und Cappy und dann bouncen und dann Among Us. Ich will da meinen Icebeam haben. Ich mag den Icebeam. Der ist nämlich die langsamste und trägste Waffe in dem Spiel, aber ich liebe ihn. Hier ging es zum Ein Krater, if I remember korrekt. Warte, die Teile habe ich noch nicht gescannt. Das sind Speersämlinge. Die haben Semmeln. Die sind am Semmeln mit ihren Semmeln. Als nächstes geht es auf jeden Fall wieder zurück in die Chozo-Ruinen. Aber ich wollte noch einmal kurz zu dem Krater hier gehen.
zum Einschlagskrater. Denn hier ist die krasse Lore. Warum Phason und so auf dem Planeten hier ist. Ich weiß nicht, ob ich Phason oder Phason aussprechen soll. Wahrscheinlich hat es Prime dreimal ausgesprochen, weil das Spiel hat actually Voice Acting für einige Charaktere. Lore. Damn, mache ich nicht das Schiff von Margolor aus Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Hier ist nämlich ein Chozo-Artefakt. Wenn man alle einsammelt, ist man ziemlich fucked. Und hier braucht man später alle 12. Ich hab 3, ich hab schon 4. Nicht 3, sondern 4. Traurig. Hier bekommt man dann überall Tipps, wo die sind. Aber ein paar habe ich schon mitgebracht. Ui. Was sind's alle? Ich hab hier schon. Nein, so. Hier sind die netten Vögel, die einem die Artefakte sagen. Weil mit den Artefakten haben die den Krater irgendwie versiegelt oder so. Keine Ahnung. Das ist die Lore. Grünliche Fenster sieht super cool aus und das ist leicht gerissen. Hier ist übrigens noch Lore. But who cares about Lore? Also ich nur, wenn es um Kirby geht. Aber schön, dass der Einstiegskrater direkt da ist, wo wir das Schiff geparkt haben. Praktisch. Da unten ist die Tür. Wo ich gerade zu blöd war, die zu finden. Hier geht es noch nicht weiter, aber hier ist was, wo wir später hin müssen. Nämlich Wasser. Alle meine Homies hassen Wasser. Wir fliegen nämlich die Brüder weg, denn hier haben wir Phason. Phason! Die Teile hatte ich noch nicht gescannt, okay. Da ist ein Grapple Beam. Hier ist eine versunkene Fregatte, wo es am Ende ab in Richtung Phason-Minen geht, dem letzten Gebiet. Was heißt am Ende? Das ist gar nicht mehr so weit hin. Ich glaube, da brauchen wir nur einen Ice Beam und dann Gravity Suit, um da weiterzukommen. Aber es geht dann als nächstes wieder zurück in die Chozo-Ruinen. Keine Lust auf die Brüder. Der Transporter dahin war hier. Und draufstellen.
ich das da oben gescannt gehabt? Nö. Meine Lore. Nicht deine. Und gleich die ganzen ollen Grabkäfer wieder. Er ist so ein riesiger Grabkäfer. Das ist der Boss, der den Morphball damals bewacht hatte. Ich will ihn eigentlich nur töten, damit ich hier die coole Rampe benutzen kann. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Danke. Jetzt ist der Bruder tot. Missile Pack! Woo! Weiter vorne. Hier ist ungefähr richtig diese... Au. Darf ich? Danke. Nice. Ich höre die alten Goliath-Wespen schon wieder. Weil da oben deren Nest ist. Kann man die Burps da oben scannen? Ich glaub nicht. Wave. Die gerade einfach in ihr zerstörtes Nest zurückgegangen. Ja, wir können erstmal hier lang gehen. Ich glaube, dafür braucht man jetzt 40 Missiles, um da weiterzukommen. Bei dem Wave Buster! Ja. Da ist auch noch ein Artefakt später. War hier das Problem? Brauchte ich hier für eine Powerbombe, um da lang zu kommen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Das war auf jeden Fall ein Raum, wo man den Spider-Ball brauchte. Die Ofenanlage? Ich glaube, hier war das. Ich hätte aber gerne noch ein paar mehr Missiles, bevor ich irgendwo weitermache. Sag ich ja, bei der Ofenanlage geht's weiter. Ich hab mir gar nicht Lore geholt. Hier war er war der erste Müsli Pack, das erste Müsli Pack mit ein bisschen geilem Müsli. Aber denkt dran, Kinder, erst das Müsli, dann die Milch. Die Glühwürmchen hatte ich nie gescannt. Glühwürmchen? Da. Plasmid meine ich natürlich, das sind ja keine Glühwürmchen. Hallo? Wo bin ich? Gott. Er war der erste Boss. Ey Remba, ey Remba. Hier irgendwas? Ne.
dann da durch. So, dann waren wir hier. Hier ging es nur zurück zum Hauptraum. Das Missile Pack hatte ich. Hier war doch nur der Boss, oder? Hier. Die ollen Wespen. War hier nicht noch irgendwas außer der Wespen? Ich glaube, ich kann diese Abschirmung da jetzt mit Super Missiles zerstören und komme hier irgendwie weiter. Jedenfalls Lore. Yep. Ist eins der Kult. Hier ist ein Kultsymbol. Zweite dann hier. Scheint so. Die Frage ist, wo sind die letzten zwei? Sind die oben? Kann sein. Ne, ich komme nur nach oben, wenn ich die alle gefunden habe. Sind die hier noch an den Zähnen dran? Ja, hier ist eins. Und hier ist eins. Let's go. Damit komme ich hier hoch. Da war der Bosskampf vorher. Wenn mir das bringen soll, wenn ich auch einen anderen Weg nehmen könnte. Aber mal gucken. Au. Aber mal gucken. Aber mal gucken. Diese Glubsch-Augen-Elektrik-Dinger sind ein bisschen sus, wenn ich das mal so sagen darf. Kann ich die scannen von hier aus? Nee. Da war ein Chozo-Geist. Mich gejumpscared. Oh ja, hier beginnen jetzt die Chozo-Geister. Oh Gott, ich habe keine Lust auf die. Das sind meine Hassgegner in dem Spiel. Hallo? Spawn die jetzt mal. Danke. Chozo-Geist! Spektrale Schaden unempfindlich gegen bei natürlichen Energien. X-Ray-Visor braucht man dafür. So, ich kann ihn nur mit dem Powerbeam verletzen, nicht mit dem Ding. Super Missile funktioniert aber. Aber die überleben selbst die Super Missile, weil die kacke sind. Ich hasse diese Gegner. Und einfach nur nervig. Die sind übrigens der Grund, warum ich Metroid Prime Lost abgebrochen habe. Unter anderem. Die sind erträglicher, sobald man den X-Ray-Visor hat, aber ich sag bewusst erträglich her und nicht erträglich. Der eine Bruder ist schon mal tot, das ist sehr gut. Wo ist der denn? Ach da. Sehr nervige Gegner. Magst du, dass die Messer da die ganze Zeit rumgeflogen ist und den versucht hat zu treffen? Und während den Dingen Bullshit-Power von diesen Gegnern ist es nicht passiert. Ja, die als Bullshit zu bezeichnen, ist das Einzige, was man gegen die machen kann. Zweiter Tod. Oh, das waren schon alle. Oh, wenn man hierhin zurückgeht, gibt es ein Artefakt dafür. Alles gut, war geplant, wusste ich. Deshalb soll man wahrscheinlich auch
den Weg da nehmen, damit man hier das Artefakt... Jetzt sag mir nicht mal, welches Artefakt das ist, bekommt. Roso-Artefakt! Andere Richtung. Ich will nämlich noch zu einer ganz bestimmten Stelle, bevor wir, dort weitergehen, wo das Spiel will, dass es weitergeht. Die Tentakel sind nicht mit dem Boss verschwunden. Ich dachte immer, die gehören zum Boss. Egal. Also Flagra. Ja. Ich bin richtig. Und dann ging es hier lang. Ich habe keinen Doppelsprung hinbekommen. Verdammt. Wie Wasserdampf. Das da ist auch verdampft. Auf meinem Weißohr. Hier gab es doch so eine Morphball-Strecke, die ich ohne Bomben nicht machen konnte. Oder war die woanders? Ich glaube, die war woanders. Hier oben geht's weiter, aber ich will noch gucken, ob ich jetzt bei dem Charge Beam weiter kann. Wahrscheinlich am Ende braucht man noch eine Powerbombe, weil natürlich braucht man eine Powerbombe, aber ich will's nur mal gucken. Kann man hier schon mit nur Bomben weiter. Warum habe ich die Lore nicht mitgenommen? Das ist cringe. Missile-Tür. Wäre einfach nur ein Missile-Pack. Warum brauche ich jetzt zwei Missiles? Spider-Ball. Okay. Dann zum Glück bin ich erst jetzt hier zurückgekehrt. So einen geilen Missile-Container. Nice. Hat sich doch gelohnt. Auch wenn man hier den Spider-Ball als Requirement noch hinpackt. Irgendwie sinnlos, wenn man hier zwei Missile-Türen und eine Bombentür hinpackt. Das wäre so ein Bombendurchgang. Braucht man nicht noch, meiner Meinung nach, den Spider-Ball extra? Finde ich ein bisschen sehr weird, aber okay. Wahrscheinlich, selbst wenn du soll bei dem Spieler wahrscheinlich beibringen, okay, du bist hier zurückgekommen, aber hier brauchst du noch was und das kann manchmal passieren. Also backtrack erst gar nicht, bis du dann doch backtrackst. Ah, no. Metroid-Spiele, am I right, guys? And grills. Brunnenruine? Ich muss die ganze Zeit an einen Raum denken, aber ich weiß nicht mehr, wo der war. War das das hier? Irgendwo gab es nämlich so einen Morphball-Weg in der Wand, aber egal, gehen wir einfach weiter. Und da soll ich noch den Wavebuster holen. Ich glaube, ich hole noch den Wavebuster. Wavebusters! Ich brauche übrigens Missiles und keine Energie. Hier kann ich lang. Wegen der von Trainer.
Ich höre einen Summen im Ohr. Spider-Ball! Der Spider-Ball eröffnet einem in dem Spiel super viele Möglichkeiten. Weiß nicht, wie es in anderen Primetime mehr war. Missile Pack! Yeah, let's go! Hier gibt's sonst nichts, nur den Müsli-Container, okay. Noch gucken, was hier ist. Ich glaube, hier braucht man den Grapple Beam, aber ich bin mir nicht sicher. Yep, hier ist ein heißer Raum. Da ist ein Lavabecken, da kann man baden gehen. Kann ich einfach Missiles haben? Danke, Spiel. Brauche ich nämlich wirklich mehr als alles, was du mir gerade gibst. Ich habe keine Energiemenge, Spiel, auch wenn ich gern so tue, als ob. Und hier die kleinen Viecher. Bitte drop Missiles, bitte drop mir Missiles, bitte drop mir Missiles. Danke. Ich liebe euch, kleine dumme Viecher, Dings. Einer hat Missiles gedroppt. Der eine ist ein Ehrenmann. Und bald mein Ehemann. Oben ist noch ein Missile Pack. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Kann ich da einfach hinspringen von dort aus? Oder ist da ist ein Grapple Beam Punkt? Scheinen ja noch ein paar Upgrades zu fehlen. Diese runden Tunnelräume liebt das Spiel auch. Einfach um Loading-Zeiten zu ersparen. What would you rather have? A loading screen? Or a dumme Tunnelpassage? Hier ist noch ein Missile-Container. Let's go. Aber ich will auf die andere Seite hoch. Spider-Ball! Wave Beam. Das ist nämlich der schöne Raum hier. Dann kann man erst mit dem Gravity Suit weiter. Ja, mich muss man hier jeweils drei Missiles drauf feuern. Aber weil das Spiel hier sicherstellt, dass man genug hat. Das hier ist quasi der Hast du Missiles-Check. Jetzt sackt nämlich die nächste Etage ein. Da sind diese komischen Tootels. Oculus. Ob die wohl einen Rift haben? Ne, welcher fehlt noch? Der da oben? Nee, hä? Ach, da. Was das? Nicht ganz. Jetzt kann ich die hier oben kaputt machen. Eins. Zwei daneben. Drei. Drei. Drei.
Jetzt kann, da ist ich noch eine Etage, oder? Ich bin fertig. Habe ich irgendwas von nicht? Ich habe hier scheinbar einen nicht getroffen. Aber das dürfte es jetzt gewesen sein, oder? Yes, denn hier gibt es den Wave Buster! Wavebuster erhalten! Brauchen wir Munition. Ist quasi eine Super Missile mit Wavebeam, nur anders. Da ist der Bruder schon wieder. Keine Ahnung, wer das ist. Den habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen. Ich glaube, man braucht dafür 35 Missiles. Also hätte ich sogar schon genug gehabt. Also habe ich 5 insgesamt verschossen, I guess. Wobei, nee, 12 mal 3 sind 38. Also 40 Missiles mindestens. Also maximale Missiles. Du brauchst halt 38, um das zu öffnen, aber... Mh. Missile-Dinger steigen ja in 10er, in 5er Schritten. Kapazität. Wo ging's hier nochmal lang? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade nur neugierig. Ich weiß genau, wo ich lang muss, aber ich gehe andere Wege, weil ich gerade Bock drauf habe. Zu erkunden. Ach nee. Ist einfach nur hier. Das ist der Rückweg von dem Grapple-Beam-Raum. Okay. Alles gut. Gehen wir dahin, wo wir hin sollen. Boom. Special Attack. Beam of Destruction. And you will die now. Boom. Sollte vielleicht speichern. Zur Sicherheit. Man weiß ja nie, was passieren kann. Hier hin. Ah, fliegen? Das sind keine. Bin ich richtig? Ich glaube, ich bin. Ja, ich hätte oben lang gemusst. Ups. Bin wieder beim Charge-Beam gelandet. Da war ich doch gerade schon. Sass. Muss hier wieder nach oben. Gibt's hier noch irgendwo ein Upgrade oder so versteckt? Was ist das? 80%ige Auslastung? Könnte besser sein. Diese Räume sehen auch alle gleich aus. Gott! Loading Times waren wohl echt ein Issue in dem Spiel. Ich glaube, das hier wäre der Spider-Ball Rail, ist es aber nicht. Hier soll man checken, dass man den Dingsbeam hat. Wenn es nicht nötig ist, aber es ist der Chartbeam. Wer will freiwillig auf den Chartbeam verzichten? Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, Digga. Ja, gab es? Nee, da war einfach nur der Dingsboss. Hier muss ich weiter. Bei dieser Spider-Ball-Rail. Hoch und diese Blöcke verschwinden, wenn man Skill-Issue hat. Die neuen? Nein, das sind dieselben Grabkäfer wie immer.
Mag wie, dass hier alles so rötlich ist. Ich glaube, Illumination meiner Armkanone mag es auch. Hey, das Ding ist neu. Das will ich scannen. Gepanzerter Parasit. Lore! Hier ist noch irgendwas. Hier ist aber der richtige Weg. Ich glaube, hier war der richtige Weg. Ich will noch gucken, ob ich da in dem anderen Raum das Secret lösen kann. Und wo kam ich hier? Vielleicht komme ich auch gar nicht zurück. Das kann auch sein. Nein, ich kann hier zurück. Sieht man nur nicht. Sass. Die werden nur erstmal umgenietet. So, wie kam ich jetzt hier auf diese coole Rail? Ja? Nee. Erstmal was ausfahren vielleicht? Oder ist die Eis-Tür hier ein Zeichen darauf, dass ich da erst später lang soll? Ich meine, ich kann hier hin. Doch nicht. Ich glaube nicht, dass ich da durchfallen sollte. Naja, egal. Ich scheinbar. Ich kann nicht scheinbar. Ist hier? Vendet. Powerbombe. Wow. Also doch hier weiter. Ich meine, ich wusste, dass das der richtige Weg ist, aber ich dachte, hier kann ich noch einen Missile-Tank oder sowas abstauben. Wie ein echter Pro-Gamer. Hier kann man ein Missile-Pack abstauben. Ich glaube, man muss hier nur erstmal was aktivieren, bevor man hier wirklich irgendwas Cooles machen kann. Das da zum Beispiel. Das war Super Missile, wenn ich richtig liege. Das hier ist falscher Knopf. Macht hier nichts, aber das ist doch eindeutig so ein Wavebeam-Punkt. Ah, ich muss es scannen. Okay. Jetzt ist da das Loch, wo ich mit dem Funny Beam dran, Funny Ball dran komme. Momentum, Leute, weil Sonic Frontier sagt, lol. Weil Sonic Frontier kein Momentum hat und kein gutes Spiel ist. Sonic Frontiers Liebhaber hassen diesen Trick, dass ich Sonic Frontiers nicht mag. Das mache ich halt übrigens nicht mit Absicht, so schlecht zu sein. Ich muss ja nur in die Metroid Prime Remastered Fail Compilation schaffen. Also ist doch Absicht natürlich. Mhm. Ich würde ja niemals schlecht in Videospielen sein. Wie kommt ihr darauf? Denn das Müsli-Pack ist meins. Mehr Müsli. Für mich. Oh yeah. Jetzt muss ich hier wieder hochballen. Balls, Leute. Balls. Of the Morph Variety. Lore. Lore. Lore.
Danke, Bros, für eure Lore. Ich werde sie mir niemals durchlesen. Oh nein, wir sind hier in dem Raum. Oh Gott, ich hasse diesen Raum. Aber hier ist nur einer von den Dullis, glaube ich. Warum mache ich den Weiser rein? Ich hab gar nicht den X-Ray-Weiser. Und der ist der Einzige, der gegen die hilft. Ich meine, Supermesser hilft, aber... Gott, ich hasse Chozo-Geister. Das sind so nervige Gegner. Zumindest, wenn man geizig ist. Wave, Eis und Plasma Beam. Ich habe bisher nur den Wave Beam, also wird wohl nur die Wave Beam Dings geöffnet. Aber dafür haben wir so ein Ding. Neuer Weg hat sich geöffnet. Dann wir mal. Manchmal bewege ich den und der nimmt die Bewegung nicht an, weil ich das zu lasch mache. Der gute alte Burp. Die drei tauchen wieder auf. Und diese Animation ein bisschen unnötig, weil hätte man sich auch sparen können, denke ich. Scanweiser. Scanweiser. Jetzt kommt man hier auch ohne rein, indem man einfach hier hochspringt. Enger Gangraum Nummer 187. Muss man den da wegsprengen? Lorischen Regierung, Regierung. Barack Obama bedeutet. Aufrollbombe. Dann kann ich das im War abpumpen. Hier ist ein Speicherraum. Aber Interesse zeige ich wohl eher hier dran. Denn hier gibt es den geilen Ice Beam. Und jetzt sind wir offiziell iced out. Yeah. Ice Beam erhalten. X und unten. Der gefriert richtig, während man da den Punch auflädt. Habe ich die schon gescannt? Ja, habe ich. Die geilen Steinkröten. Ja, ich bezeichne alle Gegner als die geile Blank. Hier haben wir den südlichen Teil von Talon Oberwelt. Ich weiß übrigens nie, wo es lang geht. Das verwirrt mich jedes Mal, weil es hier zwei Transporter gibt. Ich glaube, man muss einfach nur zurück zur Eiswelt, aber ich bin mir nicht sicher. Direkt hinter ist auch noch ein Transporter, aber bevor ich Transport in Time mache, gehe ich nochmal zurück zu dem Chozo-Raum. Also, ja, um die Eisbeam-Tür zu öffnen. Wieder ein Chozo-Geist. Zwei sogar. Toll, wie schön. Ich liebe euch. Drei. Ja, moin.
läuft bei denen heute. Und eine Super ist er sogar noch verplempert. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. War's das jetzt? Ne, der lebt noch, der Blöde. Das Radar hilft nicht mal viel hier in dem Kampf gegen die. Meine. Ein bisschen, aber nicht viel. Haben sie nicht dasselbe Theme auch in Zero Mission genutzt? Oder zumindest ein ähnliches Theme. Jedenfalls neuer Weg hier. Ach ja, und natürlich Lore. Hier ist nur ein E-Tank, okay. Was heißt nur ein E-Tank? We stan E-Tanks. E-Tank schon geile. Wie komme ich hier raus? Hilfe? Mama mia, wie komme ich hier raus? Vielleicht hier lang. Wäre aber auch nur eine Idee. Und da, wo ich gekommen bin. Und hier ist noch eine Eisbeam-Tür. Die bringt mich einfach nur hier hin. Okay. Oh nein, die Chozo-Geister sind respawned, oder? Bitte nicht. Spaßige Videospiele, habe ich recht? Einer ist zumindest tot. Einer habe ich mit einer Super Missile bekommen. Ja, der ist fast tot. Der ist tot? Weil das ja nicht mit der Super Missile bekommen hat? Wahrscheinlich, oder? Geht doch. Nervige Gegner. Nervige Gegner. Wehe, die respawnen jetzt, wenn ich meine Waffen auffülle. Dann, Anzeige ist raus. Was anderes kann ich da nicht garantieren. Wegen Lärmbelästigung. Weil wegen dem fucking Soundtrack. Froggy? Froggy is dead now. Meet Froggy 2, the sequel. He's bigger, faster, and froggier too. He's the first member of the Big the Cat crew.
glaube, hier kann man noch nicht weiter, aber ich kann mal... Kann ich die Teile zerstören? Nee, kann ich nicht. Aber ich nehme den Transporter trotzdem mal, einfach um zu gucken, wo mich das hier hinbringt. Ich weiß die Stelle noch. Aber das Gute ist, jetzt sind alle Gegner Two-Shot. Eisbeam und Missile drauf killt alles. An den Raum kann ich mich so gut erinnern, weil ich ihn hasse. Musste man schon zum Wavebeam oder musste man erst den X-Ray-Visor besuchen? Was heißt Wavebeam? Gravity Suit. Ich glaube, man brauchte erst den X-Ray-Visor und den gibt es hier irgendwo. Powerbombe brauche ich hier. Okay. Sonst, wo kann man hier sonst noch so lang? Weiter nach unten. Ja, hier kann ich noch nicht weiter. Andererseits, man kann den X-Ray-Visor erst nachdem man im Powerbomben hatte? Ich bin ein bisschen verwirrt. Egal. Ja doch, ich weiß wieder, man musste backtracken. Iremba, Iremba. Iremba. Ging's dann jetzt schon in die Phasonmine? Ein bisschen mit Phason zu mimen? Ich glaube nicht. Ich glaube, man braucht erst den Gravity Suit. Östlichen Teil der Tal- und Oberwelt. Let's go. Ab in den Osten. Weißt östlich. Jedenfalls gehe ich noch bis zum nächsten Speicherpunkt und dann machen wir vor heute erstmal Ende. Habe ich die schon gescannt? Ja, das waren die Igler. Ist ein Müsli-Pack. Das ist nice. Ein gratis Müsli-Pack nimmt man mal mit. Und dieses dumme Gras. Hier sind wir bei der versunkenen Fregatte. So. So kann man die leicht töten. Aber um in die Fregatte reinzugehen, musste man hier unten irgendwo hin. War das hier? Hier nix. Ja, aber hier braucht man erst den Gravity Suit. Alter,
das hier hübsch aus. Geiles Fasern, Bruder. Nein, jetzt brauchen wir den Gravity Suit als nächstes, aber bin mir halt nicht mehr sicher. Na dann springen wir mal rüber. Hui. Missile Pack. Da komme ich erst mit Gravity Suit dran, korrekt? Sieht ganz so aus. Sollte ich mir merken. Also dann, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich Metroid Prime Remastered weiterspiele. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, gute Nacht, guten Mittag. Bis dann und ciao!